Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Mauerhausi? Sonntagmorgen, 10 vor 8 oder 5 vor 8. Ich gieße da meine, unsere Kürbispflanzen. Nach 10. Der Lohnunternehmer ist da mit seiner Umkehrfräse und rüstet, arbeitet mir da mein Feld zum Kartoffelpflanzen. Unternehmer arbeitet da mit der Umkehrfräse, GPS gesteuert. Er hat hier oben meine Furchen die Richtung genommen und fährt jetzt unten im Feld mitten durch. Und das sollte dann nachher stimmen. Er kann da unten im Feld beginnen. Ja, hier fährt er GPS gesteuert. Man denkt es, glaubt es fast nicht, aber das wird stimmen gegen oben dann. So, es ist jetzt 3:30. Mache da das Silage Gras zusammen. Um 4 Uhr wird dann rundballen gepresst und gewickelt. Es ist schon sehr trocken, fast so gut getrocknet hat es. Und der Barometer ist immer noch am Fräsen. Seine Umkehrfräse nonstop. Seit heute Morgen 10 Uhr ist er da auf meinem Feld. Der Bauerhausi macht Feierabend. Die Ballen werden da gewickelt. Die hole ich Montagmorgen nach Hause. Ich will jetzt den Grill anwerfen und ein Bier trinken. Ja, heute Sonntag wurde viel gearbeitet auf meinem Betrieb. Das ganze Silage pressen, wickeln. Und hier bald mit der Umkehrfräse bearbeitet, bereit für morgen Abend, um Kartoffeln zu pflanzen. Einfach da gerade die letzte.